Jesus sprach am 26. April 2020 zu Christina Gallagher: Menschen der Trauer, ich rufe euch auf zuzuhören und zu hören, was ich euch durch meine Botin offenbare. Ihr seid erst am Anfang der Schlacht des Antichristen. Der Antichrist ist auf der Erde und hat viele in seiner Armee, die für ihn am Arbeiten sind. Eure Welt wird in den Zorn der Gerechtigkeit meines Vaters gestürzt werden. Ihr habt mein Wort und meine Barmherzigkeit all die Jahre abgelehnt. Mein Volk, dein Herz und deine Lippen waren voller Spott. Bald werdet ihr in eine Zeit der Unterdrückung eintreten. Ihr werdet unterdrückt und von Angst erfüllt werden. Ich habe euch viele Male gerufen, aber ihr wolltet nicht hören, weil eure Herzen voller Hass und eure Münder voller Unflat waren, die nichts als Spott gegen meine Botschaft und meine Botin spuckten. Es wird für viele dieser Menschen, deren einziger Wunsch darin bestand, in Sünde zu leben, den ewigen Tod geben. Es wird viele Leiden geben, die durch die Sünde über eure Welt hereinbrechen werden. Der Mann des Verderbens, der Antichrist, und die vielen in seiner Armee vereinen sich mit euch durch eure Annahme von allem, was gegen mein Leben ist. Mord ist in den Herzen vieler Abtreibung, Euthanasie und das Töten von Behinderten alles, was gegen meine Gebote ist. Ich wünsche, dass ihr die 10 Gebote eures Gottes lest und lebt. Der Kampf des Antichristen wird sich fortsetzen, mit vielen Krankheiten und Hunger, welche die Welt treffen, aber er ist es, der Antichrist in Einheit mit der Sünde, der es ermöglichen wird, dies hervorzurufen. Was jetzt geschieht, Teil des dritten Geheimnisses von Fatima, das nie öffentlich gemacht wurde, ist der Gräuel durch die Führer der Welt, die mein Volk der Erlösten in eine Unterdrückung von Finsternis und Angst leiten. Leben wird verloren gehen, aber in vielen Fällen geschieht es durch die Erlaubnis der Diktatur. Ihr seid umgeben von Finsternis und einer Unterdrückung, die nicht von mir ist. Wie es mein heiligstes Herz betrübt mit anzusehen, wie diejenigen meiner Hirten, die die Wahrheit aufrecht erhalten und meine Herde führen sollten, sich zerstreut haben. Viele haben sich mit ihm vereinigt, der nicht die Wahrheit ist. Ich sage euch, o Hirten, die ihr dies zugelassen habt, wehe euch, wenn ihr vor mir hintretet. Ihr seid den Weg der Finsternis hinabgegangen und seid fröhlich eure Wege in die Hölle geschritten. Meine Kirche, ihre Türen sind jetzt geschlossen, ohne Notwendigkeit, während das Aufstehen des Antichristen stattfindet, das ihn in seine wahre Verankerung setzt, in die Herrschaft der ganzen Welt. Schwarze Messen, die sich tiefer mit dem Antichristen vereinen, vermehren sich in dieser Zeit zu seiner Inthronisierung. Mein liebes Volk, ich habe euch, Menschen der Trauer, genannt, denn jetzt erwartet ihr das Zeichen des Tieres, das euch vom Leben in mir trennen wird. Das Zeichen des Tieres ist fertig, und viele werden laufen, um es zu empfangen. Es wird eine Anlage namens 5G geben, die das Zeichen des Tieres aktivieren wird zur Überwachung, für viele sogar bis zum Tod. Diejenigen, die das Zeichen des Tieres empfangen, deren Leben in Einheit mit mir wird für sie enden, denn sie sind in Einheit mit dem, welcher der Antichrist ist, und ihr einziges Leben wird mit ihm sein. Aber an diejenigen, die sich dem Leben und der Wahrheit zuwenden und sie leben, lasst meine Gebote in eurem Herzen und Leben sein, und auf diese Weise werdet ihr in meinem Leben bleiben. Wie doch meine Barmherzigkeit strömt, und es gibt niemanden, der sie will. Ihr habt es selbst zugelassen, dass ihr in die Grube geworfen worden seid. Selbst in dieser späten Stunde, wenn ihr doch nur euer Herz und eure Augen öffnen und meine Barmherzigkeit und Weisheit empfangen könntet, ich könnte euch helfen. Wendet euch an mich, mein Volk, denn es gibt keinen Grund, dass ihr mich nicht in Leib, Blut, Seele und Gottheit empfangen könnt. Bittet mich um Hilfe, und ich werde euch helfen. Die Mächte der Welt sind im Bösen vereint zu eurer Zerstörung, Unterdrückung und Überwachung. Ich als euer Herrgott werde dies zulassen, bis ihr euch entscheidet, dass ihr Leben oder Tod wünscht. Ich bin mir bewusst,
dass es nur einen Überrest geben wird, der treu bleibt, und dann werde ich zur von meinem Vater bestimmten Stunde die Strafe an die Welt aussenden, die sie von der dichten Finsternis und dem Bösen reinigen wird und von denen, die sich mit ihr vereint haben. Mein Vater wird zulassen, dass Feuer vom Himmel fällt, und viele werden vernichtet werden, der Antichrist und alle, die sich ihm hingegeben haben. Und es wird eine Zeit des Friedens kommen, in der es keine Tränen geben wird, sondern Frieden in Einheit mit eurem Gott. Habt keine Angst, ihr und jene, die mit euch vereint sind. Ich werde unter euch sein. Fürchtet euch nicht, denn ich bin mit euch und werde euch inspirieren, in der kommenden Stunde, die nahe ist, an einem sicheren Ort zu sein. Ich, Jesus, segne euch in Einheit mit meinem Vater durch den Heiligen Geist. Jesus sprach am 26. April 2020.